Herzlich willkommen auf hiphop.de, herzlich willkommen zu On Point. Mein Name ist Aria, ihr wisst Bescheid, jede Woche Montag. Und wir sind ja jetzt schon ordentlich in 2017 drin. Der kleine, mittelgroße SpongeBob-Hype von diesem dreiteiligen Megatrack und einem Diss-Track hinten gegen Kollega ist ja jetzt langsam ein bisschen abgeflacht. Ja? Neue Themen lassen auf sich erstmal warten. Es gab neue Alben auch letzten Freitag von SDK, Sido Signing und Pillard. Ja? Herzlichen Glückwunsch an beide zum Release Day. Zieht euch die Alben rein. Die könnt ihr euch, wenn ihr Bock habt, auch in unserer Spotify-Liste Deutschrap diese reinziehen hier, ja, direkt an erster Stelle SDK, die Jungs dabei mit dem Sido-Feature, auch ein geiler Song. Aber, ja, die großen, riesigen Brocken des Jahres lassen ja noch auf sich warten. Wir haben einen geilen Januar, ehrlich gesagt. Es kommen im Januar auch noch einige Releases. Cass wird noch releasen, zum Beispiel Sufjan wird noch kommen im Januar. Also hauptsächlich sehr viel frisches Blut hier im Januar am Releasen. Aber, ne, wann kommen die ersten riesigen Brocken dieses Jahr? Ich dachte mir mal, ich widme eine On-Point-Folge jetzt, wo wir noch so auf der Anfangsgeraden des Jahres sind. Schaue mir mal an, was sind so die spannendsten Releases, ja, die dieses Jahr kommen werden. Worauf kann man sich freuen? Was wird interessant soundtechnisch? Was wird interessant, ne, impactmäßig? Was wird groß verkaufen und so weiter? Es gibt ja jetzt schon einige Alben, die mehr oder weniger angekündigt worden sind bereits. Ja, eines der größten Alben kommendes Jahr, vermute ich jetzt mal so. Ich denke, ich lehne mich nicht so weit aus dem Fenster. Was auch schon angekündigt wurde, ist Bushido. Ja, kommt am 5. Mai mit seinem neuen Album, was bislang auf den Verkaufsplattformen den Namen TBA trägt. Natürlich, TBA steht im Englischen für To Be Announced, also quasi wird noch nachgereicht. Das Cover, was in den Verkaufsplattformen da gerade ist, ist ja so ein ganz schwarzes mit so einem grünen B. Ja? Bewanderte Bushido-Fans wissen ja dieses grüne B und so weiter, dieses leuchtende B. Klar, das erste Mal hat man das gesehen auf seinem Debütalbum Vom Bordstein bis zur Skyline und auch auf dem Rückwärtsalbum quasi von der Skyline zum Bordstein zurück wurde diese Symbolik dann ja wieder aufgegriffen mit dieser Farbe und so weiter. Ich denke mal, jeder weiß, was man so im Grunde von Bushido erwartet. Das ist jetzt kein Künstler, der sich mit jedem Album weiterentwickelt und das ist auch cool so. Man will ja den Bushido, den man kennt seit 15 Jahren, das funktioniert ja hervorragend. Und er hat ja zum Beispiel auch mit Sonny Black dann nochmal gezeigt, dass genau die Schiene, die er seit 15 Jahren fährt, so, dass er da nochmal eigentlich einen draufsetzen kann. Und das eben bei so Leuten wie Bushido auch irgendwie tatsächlich nicht wirklich langweilig wird. Bei wem das ja ein bisschen anders ist, ist ja jemand, der auch mit Bushido seit 15 Jahren quasi unterwegs ist. Flair! Der gute Flair droppt ja eben nicht seit 15 Jahren immer wieder das gleiche Album. Er versucht ja eigentlich zweimal pro Jahr irgendwie seinen Style zu switchen. Ich denke jetzt mit Vibe letztes Jahr hat der tatsächlich dann das Nest gefunden, wo er sich am wohlsten fühlt. Für den Moment jetzt erstmal. Am 26. Mai kommt jetzt das Collabo-Album mit Jalil, Südberlin, Maskulin 3 sollte das ja ursprünglich heißen. Jetzt hat es keinen Namen mehr, glaube ich, weil der Titel nicht so sehr zu dem Sound passt, den sie eben fahren. Auch bei diesem Album scheut Flair keine Kosten und Mühen. Er hat sehr, sehr viele Leute im Studio in seinem Loft, Billy Wilder, Heiligtumpromenade da, Lars zum Beispiel, ja, Prinz Pi, die ganzen Produzenten, die er da um sich herum hat. Also da wird fleißig gearbeitet an einem Album, das etwa genau in 4 Monaten erscheinen wird, am 26. Mai. Auch lustigerweise wieder kurz nach dem Bushido-Album, das hatten wir ja 2015 schon, wo die so fast zeitgleich released haben. Da kann man gespannt sein, inwiefern Flair an seinen Vibe-Höhepunkt der Karriere quasi anschließen kann. Da wird er sich bestätigen müssen, bestätigen können auch, ja, an der Stelle, dass das kein einmaliges Ereignis war, dass er da die Hits aus dem Ärmel geschüttelt hat, so, sondern dass er das immer noch kann. Gehen wir weiter zu einem Rapper, der jetzt mal gar nicht zu den beiden passt, und zwar der guten Casper, ja. Auch das ist sehr interessant. Casper hat natürlich sein Album letztes Jahr schon angekündigt, Lang lebe der Tod sollte das heißen, sollte damals im Sommer rauskommen, erste Single, Titelsong plus Video waren schon draußen, alles sehr, sehr überzeugend. Also der Song an sich war Wahnsinn, das Video war sehr, sehr stark, hat auch einige Preise hier und da abgeräumt am Ende des Jahres. Nur eben kein Album nachgeschoben, ja. Casper hat sich irgendwann gemeldet, als es so Richtung Album-Release kam und hat gesagt, ey,
hör zu, tut mir leid, ja, ich will das Album, ich will noch weiter am Album arbeiten, ich habe nicht das Gefühl, dass es jetzt da ist, wo ich das haben will zum Release, deswegen verschiebe ich das Release und arbeite lieber an dem Album, so eine Aktion, so, die mir auf jeden Fall sehr gefällt, lieber macht man das so, ja, und arbeitet so lange, bis man zufrieden ist mit dem Album, als dass man jetzt wegen Fristen und Abgabeterminen jetzt irgendwas produziert, Hauptsache, das ist fertig und kann raus so und die Leute kaufen das. Ist auf jeden Fall zu begrüßen. Und ich denke, Casper-Alben sind sowieso immer interessant. Ja, er hat ja mit seinen letzten zwei Alben, XOXO und Hinterland, immer so ein Kraterloch hinterlassen. Vielleicht nicht unbedingt in der Hip-Hop-Szene Deutschland, ja, lustigerweise, aber auf jeden Fall darüber hinaus. Also Casper ist ja einer, der, Songwriter-technisch, musikalisch, in der deutschen Popmusik, so im deutschen Songwriter-Tum einfach immer sehr viel Einfluss gehabt hat mit seinen Werken. Ich denke, das nächste Album wird auch ähnlichen Impact wieder haben, Lange lebe der Tod. Ich weiß nicht mal mehr, ob der Titel noch steht, ne? Ich meine, wenn du so lange arbeitest, kann ja sein, dass du die erste Single, Lange lebe der Tod, gar nicht mehr auf dem Album haben willst. Damit könnte einhergehen, dass er auch der Albumtitel dann plötzlich kippt. Also wie gesagt, da ist offenbar noch einiges zu tun. Ich würde mal so tippen, Sommer wäre ein realistisches Datum für Casper, für das Casper-Album. Ähnlich wie Casper ist natürlich auch Materia, ja, die beiden fallen ja nicht unbedingt musikalisch jetzt direkt in einen Topf, aber ne, dahingehend, dass sie beide außerhalb der Rap-Szene so einen großen Einfluss haben auf die deutsche Popmusik, auf deutsches Songwriter-Tum. Materia auch natürlich jemand, der schreibertechnisch sehr fleißig auch bei anderen Leuten mitschreibt, die mal so gar nichts mit dem Rap-Kosmos zu tun haben. Ich glaube, er hat bei diesem riesigen Toten-Hosen-Album vor 2-3 Jahren müsste das jetzt sein, mitgeschrieben. Und ja, sein Album sollte jetzt auch langsam kommen. Ich denke, 2017 kann man auch mit einem neuen Materia-Album rechnen, gerade wenn man sich anguckt, so 2015 kam das letzte Masimoto-Album, ja, und ein Jahr vorher das letzte Materia-Album. Also so richtig ein Materia-Album, das kam sogar im Januar, glaube ich, zum Glück in die Zukunft 2. Das heißt, so ein richtiges Materia-Album haben wir jetzt bis 15, 16, 17, also jetzt, wo wir hier sitzen, ja, 3 Jahre kein Materia-Album mehr gehabt. Das wird, denke ich, 2017 wieder Form annehmen. Und selbst wenn man dann mal so schielt in Richtung Hip-Hop.de Awards, ne, 2014, wo das letzte Materia-Album kam, Song des Jahres gewonnen mit Kids, 2 Finger an den Kopf. Er war natürlich ein Hit. 2012 Song des Jahres gewonnen mit Lila Wolken. Also der Materia ist da auch gut für, wie gesagt, genreübergreifende Hits. Und gerade deswegen auch, wenn ein neues Album kommt, was übrigens noch kein Name, kein Date hat, das ist jetzt nur Spekulation hier an meiner Stelle. Wird sehr, sehr spannend, wenn da tatsächlich was kommt. Ich hoffe auch, dass Materias Labelpartner, ja, Chata und Haftbefehl, die natürlich Coup of 4 Music gebracht haben. Ich glaube, das war jetzt ein einmaliges Ding. Chata und Haft, ja, dieses Jahr wieder Soloalben bringen, hoffe ich. Glaube ich auch, ehrlich gesagt, weil bei beiden die Soloalben natürlich auch schon 2 Jahre her sind. Die haben dieses Coup-Projekt zwischen reingeschoben, so 2016 und jetzt 2017. Denke ich, sind beide wieder heiß, eigene Alben so zu droppen. Haft hat ja schon angekündigt, ja, hat er ja in einem Facebook-Post vor einigen Wochen, einigen Monaten geschrieben, ey, ich bringe Russisch Roulette 2 raus und ich tu noch Aslak Stereotyp 2 auch noch in die Box rein, so, damit alle Hater irgendwie die Fresse halten können. Ja, ich glaube, es ist besser, wenn man dieser Ansage erst Glauben schenkt, wenn dann tatsächlich konkrete Sachen irgendwie Form annehmen. Russisch Roulette 2 aber halte ich für realistisch, ob da jetzt Aslak Stereotyp 2 auch in dem Ding ist, sei mal dahingestellt. Russisch Roulette 2, also wenn das kommt, ja, und wenn das auch nur halb so gut ist wie Russisch Roulette 1, denke ich, wird jeder Deutschrap-Fan zufrieden sein. Alter, das ist, Russisch Roulette 1 gehört ja zu den besten Rap-Alben, Deutschrap-Alben, aller Zeiten, würde ich sagen, ja, also Straßenrap, Gangsterrap sowieso eines der besten Deutschrap, Deutsch-Straßen-Gangsterrap-Alben aller Zeiten, so ein ultra langer Titel, oder einfacher gesagt, Hip-Hop.de Album des Jahres 2014, so, und wenn natürlich dann Nachfolger kommt, Russisch Roulette 2, dann müssen wir hinhören, Alter, das wird auf jeden Fall eine Bombe. Chata auf der anderen Seite, natürlich auch mit Baba Ala Babas 2015 ein großartiges Album abgelegt, ein großartiges Album wirklich, auch alle 3 Studioalben, die Chata bislang
gemacht hat, wobei Studio kann man das kaum nennen, ja, das zweite Album wurde ja im Knast unter der Bettdecke so recorded. Also alle drei Soloalben von Xatar bislang sind alle sehr gut gewesen, deswegen kann man da, also muss man sich da jetzt auch keine Sorgen machen. Was am spannendsten ist, wie gesagt, ich will nicht immer wieder auf diesem Thema rumreiten, aber ob Xatar tatsächlich, der hat da so eine kleine Diss-Geschichte noch offen. Ja, ob er darauf antwortet oder nicht. Nichtsdestotrotz, das Album an sich wird, glaube ich, sehr, sehr gut. Xatar steht immer für Qualität und da können wir uns eigentlich sicher sein auch. Kommen wir zu dem Newcomer nach so vielen gestandenen Namen. Bushido, Flair, Casper, Materia, Xatar, Haft. Das sind ja Leute, die jetzt ihr Game sowieso schon on lock haben im Deutschrap. Ja, ein Newcomer, den ich sehr, sehr interessant finde, der auch schon sehr früh in diesem Jahr kommen wird, am 3. März, ist Zuna, ja, von der KMN-Gang. AZ sitzt ja momentan im Knast. Miami Yesin zählt seine YouTube-Klicks, sein YouTube-Para von den 40, 50 Millionen Kokaina-Klicks da. Und Zuna arbeitet an seiner ersten großen Platte, ja, die jetzt erstmals große Aufmerksamkeit bekommt. Das ist insofern interessant, weil die Jungs natürlich soundtechnisch einen sehr, sehr prägenden Film fahren, gerade im Deutschrap. Ja, das ist so dieser natürlich sehr französisch-frankreich orientierter Film, aber der funktioniert sehr gut hierzulande auch. Die setzen das wirklich top um. Ja, es ist nicht einfach mit der deutschen Sprache solche Sachen zu machen, wie halt Zuna zum Beispiel auf dem KMN-Track, der ja komplett Autotune war. Das ist nicht einfach, das ist gekonnt, was die machen. Ja, deswegen bin ich sehr gespannt, was das für ein Debütalbum wird. Ist ja kein Debütalbum, aber wie das Album wird. Was für Experimente die da noch so auspacken, wie mutig man dann wirklich auch mit den Arrangements und so wird. Und gerade auch, weil es so früh in diesem Jahr kommt, denke ich, könnte das so ein, ja, ein bisschen richtungsweisendes Ding sein für 2017. Ähnlich wie auch Nemo beispielsweise 2016 früh rauskam und dann so eine Tür aufgestoßen hat für eben solche Leute wie Zuna, AZ, gesamte KMN-Gang, die dann, ne, so einen ähnlichen Film, also so einen ähnlichen Kopf fährt und quasi so im Windschatten von Nemo dann durch die Salontür so reingestürmt ist, könnte auch Zuna natürlich so eine Rolle übernehmen dieses Jahr, weil es eben früh kommt. Einer, der ebenfalls mit seinem Debütalbum kommt, worauf ich mich auch sehr, sehr freue, ist Maxwell von der 187 Straßenbande. Ja, die haben gestern oder vorgestern erst angekündigt, Cover, Titel, Kohldampf wird das Ding heißen, ja, ein sehr, sehr geiles Cover kommt dazu. Ein Datum gab es noch nicht für das Maxwell-Debütalbum, aber ich bin da auch guter Dinge, dass das Ding geil wird. Ich habe schon mehrmals gesagt, ich halte Maxwell für einen sehr guten Rapper, so auch in der 187 Straßenbande sticht der rap-technisch hier und da immer mal wieder hervor. Ist ja auch der Jüngste aus der 187 Straßenbande, also bietet da vielleicht eine andere Perspektive, andere Jokes, andere, ne, Art und Weisen, wie man das Leben sieht auf seinem Soloalbum. Interessant an der Stelle ist natürlich, klar, das ist sein Debütalbum, klar, er ist noch sehr jung, aber auf der anderen Seite, ne, Erfahrung en masse jetzt gesammelt in den letzten 2-3 Jahren. Ist ja schon mit Obststand, mit dem Kollabo mit Alex Top 5 gechartet. Und ja, aus unmittelbarer Nähe natürlich die Erfolge von Jizzes und jetzt Palmen aus Plastik eingesagt. Tatsächlich hat Maxwell sogar schon eine Goldplatte so gesehen an der Wand hängen für sein Feature auf Ohne mein Team. Also unfassbare Erfolge schon gefeiert, aus unmittelbarer Nähe, ohne überhaupt ein Debütalbum auf dem Markt zu haben. Und jetzt kommt es eben raus. Mit Safari hat er ja gezeigt, welchen Film er so in die Richtung fahren kann. Auf 10 Jahre haben die 187er wieder gezeigt. Klar, das Straßending können die sowieso blind mit links. Ja, so sind die ja quasi musikalisch aufgewachsen so. Und dieses Afro-Trap-mäßige, Dancehall-mäßige Ding haben die jetzt auch gemeistert. Wird also in der Hinsicht auch, ja, spannend zu sehen, wie Maxwell sein Debütalbum balancieren wird, aber Mann, die 187er haben bis jetzt ein gutes Händchen bewiesen, was große Alben angeht. Die letzten 3, 4, 5 großen Alben, die sie gemacht haben, waren eigentlich alle, ja, spontan und gut durchdacht gleichzeitig. Das war immer eine sehr gute Waage, die sie da gehalten haben. Maxwell, Kohldampf, wird schon ein gutes Ding. An der Stelle kann man natürlich auch sagen, Bones, sein Soloalbum sollte demnächst kommen. Hat ja jetzt 3 Kollabo-Alben in Folge quasi in seiner Diskografie so released. Palmen, Hai und Hungrig 2, Hai und Hungrig 1.
Sein Debütalbum Krampfhaft Kriminell kam 2012 raus, musst du dir mal reinziehen, 5 Jahre her. Wird Zeit für ein Debütalbum von Onkel Bones, aber da sind die Sterne ja noch nicht so fix, deswegen mal gucken. Ich habe jetzt erstmal Maxwell erwähnt, da ist ja konkret, dass das Ding kommt, aber danach denke ich so, Bones Soloalbum 2017 liegt auch definitiv im Bereich des Möglichen. Natürlich auch ein Album, was man hier nicht vergessen darf, wenn man über die größten Alben redet, ja, verkaufstechnisch, hype-mäßig, ja, JBG3, Farid Bang und Kollega kommen zurück mit ihrer JBG-Kombination. Das wird interessant zu sehen, wie die beiden das Ding so umsetzen wollen. Tatsache ist ja, dass Farid und Kollega seit JBG1 eine wahnsinnige Karriereentwicklung durchgemacht haben. Ja, also von quasi bei JBG1 die jungen brutal gut aussehen, die jungen, frechen Rapper so, die Bock haben, die hungrig sind, die einfach aus dem Nix irgendwie die etablierten Rapper angreifen auf ihrem Album, hin zu, ja, jetzt sind sie selber die etablierten Rapper, die das Game jahrelang irgendwie angeführt haben von oben. Und da wird man dann sehen, wie man das Konzept von JBG3 jetzt dahingehend irgendwie bearbeitet, dass es zum heutigen Status von Farid und Kollega passt oder ob man da auf das Rezept beruht, was eben schon zweimal funktioniert hat. Das heißt nicht, dass es noch ein drittes Mal funktionieren muss, ne? Ob, wenn man die gleichen Leute, ob man jetzt Sido und Mock und so ne, zum dritten Mal auf JBG disst, ob das dann tatsächlich funktioniert. Aber klar, es hat zweimal geklappt. Sinn macht es allemal, das Ding jetzt zu bringen. Ne? 2013 kam JBG 2. Das war das erste Goldalbum von den beiden Künstlern. Und seitdem ist es ja so richtig erstmal durch die Decke gegangen. Seitdem ist Killer rausgekommen, ja, das erste Nummer 1 Album von Banger Musik und Farid generell. Dann kam King, ja, hat ja sowieso alles rasiert, so. Und ja, deswegen wird es interessant, was sich seit JBG 2 bis JBG 3 so geändert hat. Oder andererseits, was überhaupt gleich geblieben ist, kann ja auch lustig werden. Und zu guter Letzt, ja, als 10. Album, ich habe jetzt 9 Alben genannt, ist jetzt keine bestimmte Reihenfolge gewesen so. Als 10. Album, denke ich, können wir uns freuen endlich auf ein neues Motrip-Album. Ja, ich habe das letzte da ja rumstehen, wird man ja bemerkt haben in den letzten Folgen vielleicht. Das Hip-Hop.de-Album des Jahres 2015, übrigens Embryo, also sein erstes Album, das Hip-Hop.de Award Album des Jahres 2013, ja, also eine gute Quote, der gute Motrip hat ja hier und da am Ende von 2016 in so einer Videoansage anklingen lassen, neues Jahr, neues Glück, neues Album, von daher denke ich, können wir jetzt auch davon ausgehen, dass 2017 ein neues Studioalbum von Mo kommt. Klar, er hat das Mosaik-Ding am Ende des letzten Jahres released, das war ja mehr ein Live-Album, 2, 3 so neue Teaser für neue Songs und so weiter, aber ne, ein Studioalbum in voller Länge mit einem Konzept und dies und das haben wir jetzt ja seit knapp 2 Jahren nicht mehr bekommen. Gut auch so, finde ich, ja, lässt er sich ein bisschen Zeit, um das Ding reifen zu lassen und so, und jetzt glaube ich, jetzt ist auch genug, jetzt ist das Ding wahrscheinlich gereift, ja. Paar Monate wird er wahrscheinlich noch dran arbeiten, ich denke auch so um den Sommer herum wäre schon geil, ja. Wobei viele dieser Alben, denke ich, logisch, wenn sie im Sommer kommen, ja, dieses typische Sommerloch ist, glaube ich, gar nicht mehr so das Thema wie vor einigen Jahren, wo man gesagt hat, Sommerloch. Allein wenn man guckt, letztes Jahr ist Coop und Palmen sind beide quasi so im Sommer rausgekommen. Vibe ist im Sommer rausgekommen. Die Beginner haben ja verkaufstechnisch abgerissen. Es ist alles im Sommer so gekommen. Denke ich auch dieses Jahr gar nicht so unrealistisch, dass zum Beispiel ein Motrip, ein Xatar, ein Casper, dass die alle so Richtung Sommer ihre Dinger bringen, Materia, ja, Haftbefehl, warum kommt das Album denn schon wieder im Winter? Das müsste eigentlich im Winter dann kommen. Und ansonsten können wir gespannt sein, Mann, ey, wenn man sich die Liste anguckt, von Anfang an jetzt nochmal Bushido, Flair und Jalil, Casper, Materia, Xatar, Haft, Zuna und Carmen Gang generell, Maxwell und Bones, Farid und Kollega, Motrip. Und ich habe jetzt noch einige Leute nicht benannt, ja, also zum Beispiel ein UFO, ja, der endlich mit seinem Album auch hoffentlich kommt. Also erstmal, ich bin ein Berliner 3 und dann vielleicht sogar das Album in 2017. Raf Camora nach dem unfassbaren Erfolg, vielleicht kommt er ja 2017 wieder ein Solo-Ding, wer weiß. Shindy, ich denke, er macht jetzt ein Jahr Pause mit Releases, aber vielleicht, wer weiß, Sido könnte wieder mit einem typischen Sido-Album kommen, ja, das war ja jetzt mehr so ein Underground-Sido-Ding, das goldene Album.
Contra K von Raff produziert, wird dieses Jahr kommen. Das wird auch, denke ich, ganz, ganz groß. Wer weiß, Azad und Savage haben zwar letztes Jahr released, könnten dieses Jahr aber auch wieder kommen, haben ja beide so. Azad hat ja wieder Ansagen gemacht, er hat den Lauf seines Lebens im Studio, da bin ich auch gespannt. Ja, Mann, KIZ haben dieses Jahr nicht released, beziehungsweise letztes Jahr, könnten auch dieses Jahr kommen. Also da ist eine Menge, Menge Stoff, was noch auf uns zukommt dieses Jahr. Sensationsgeile Typen würden jetzt sagen, oh, das beste Deutschrap-Jahr aller Zeiten. Das sagt man ja jedes Jahr immer so gerne. Außer es war richtig scheiße, dann traut man sich ja nicht zu sagen. Ansonsten kommt es ja immer. Deswegen, schreibt mir doch in die Kommentare, worauf ihr euch am meisten freut. Ist es Bushido? Ist es Casper? Ist es Rata? Haft, man, Alter, wir haben so viele krasse Alben, ehrlich. Wenn ihr euch schon mal die Alben reinziehen wollt, die schon draußen sind, beispielsweise ein Esti, zieht euch, wie gesagt, unsere Playlist rein. Deutschrap, diese auf Spotify. Ansonsten zieht euch Hip-Hop.de Sachen hier rein. Ich weiß gerade gar nicht, was rauskommen ist. Interviews mit Pillard und Manuelsen und so weiter und so fort. Peace out, viel Spaß auf Hip-Hop.de. Mein Name ist Aria. Yes!